Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Ründchen Let's Retro. Und wir haben in den letzten zweimal haben wir so hier ein paar Kinderspielereien gemacht. Jetzt nehmen wir was für echte Männer, nehmen wir jetzt hier und spielen das Ganze auf Deutsch. Supercross 2000, wie der Name schon sagt, 2000 rausgekommen für die PlayStation 1 und auch für andere Konsolen in der Art und Weise. Und wir drücken sofort Start. So, wir haben jetzt hier schnelles Rennen, Freestyle, Saison, Anfänger. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Schnelles Rennen, Freestyle, Einzelrennen, Freestyle, Training. Wir haben selber Freestyle. Wir machen mal Saison und nehmen hier Anfänger, Amateur, Profi machen wir hier. Amateur. Und was haben wir für Optionen hier? Okay, wir lassen es einfach mal so. Ich möchte nicht diesen Grün haben. Okay. Das können wir uns hier halt ausruhen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer was ist. Und was haben wir denn hier? Ich finde die Musik voll cool. Jean Sebastian Royal. Das Scheiße sieht aus, als wäre er schon ein paar Mal aufs Maul geflogen. Der Typ. Steven Lamson, der ist doch ziemlich alt. 78, 75, 1970, 71. Ja, ja, ist ja gut. Hier, komm, wir nehmen mal meinen Namensvetter. Platzierung der letzten zwei Jahre: 1998, 1997. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das Bild schon wieder so schief, habe ich das Gefühl. Einstellen. So, jetzt gerade. So. Bodenhaftung. Nehmen wir mal hier. Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit.
Machen wir eins höher. Das sollten wir so lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre ein Profi oder sowas da drin. Keine Ahnung. Bike einstellen. Das haben wir gerade gemacht, wa? Ja, haben wir gerade gemacht. Kalender, Tabelle, Statistik. Kevin Windham hat 0 Punkte. Zu diesem Namen kann ich was ganz Lustiges sagen. Kevin kommt ja aus dem Englischen. Und, ach komm, wir starten schon mal. Kevin kommt aus dem Englischen und der hat mir mal in der Abschlussprüfung den Arsch gerettet. Das ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. 10. Klasse, Abschlussprüfung Englisch. Meine Lehrerin hat das durchgeguckt und gesagt, ey, du hast ordentlich verkackt. Da hatte ich eine 5 plus drin. Da hat sie mir auf meinen Namen einen Punkt gegeben, dass ich wieder bei der 4 minus bin und die Prüfung gerade so gestanden habe, weil der Name Englisch ist und der richtig war. Deswegen, total cool. So, ich hab keine Ahnung, wie das geht hier, Alter. Ich hab null Peil. Aber die Grafik ist auch der Hammer. Guckt euch das mal an, Alter. Da kann ja Minecraft mit seinen Pixeln einpacken, ey. Alter, fahren sich hier schon mal warm, die ganzen Leute. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Boah, ich stehe schon ein bisschen weiter vorne. Okay, los geht's. Geschafft. Was ist das? Das sind überall Gegner. Ey, du Blauer. Geh weg. Scheiße, Abkürzung nehmen wisst ihr nicht. Weil wenn man auch hier Tricks machen kann. Das war mein Trick. Oh, der hat ja ordentlich weggefetzt jetzt. Scheiße. Woo! Adio! Okay, das war die erste Runde. Geh weg! Scheiße. Ich weiß nicht, ob man hier bremsen kann oder sonst irgendwas. Das ist ganz schön. Und da vorne ist er. Das war ein Trick. Das war voll der coole Trick, ja. Ey, was ist das denn jetzt hier? Rum. Ja, ja, der macht so einiges, der Typ. Komm schon! Rum! Seid bloß auf der Straße, Junge! Und die kriegst du noch! Boom! So erkennt man sich den zweiten Platz! Yeah! Oh, das war gut. Das war richtig gut. Also richtig nice jetzt. Oh, fuck. Runde 3 beendet auf Position 2. Jetzt müssen wir uns nur den ersten schnappen. Mal gucken, in welcher Runde wir, welcher Kurve wir den ausnocken. Alter, da geht doch ordentlich Gas, wenn einer stehen bleibt hier. Na, ob wir den mit fairen Mitteln einholen können? Ah, oh, fuck you. Macht der denn keine Fehler, der Junge? Komm schon. Jetzt kriegen wir ihn gleich einmal.
Rum. Boah, das ist total anstrengend. Ja, komm, also das, davon kann jetzt aber auch nichts. Das war allein seine Schuld. Oh, Alter. Rum. Ist er schon wieder. Geh weg. Ich bin der Rote. Der Rote Blitz. Man nennt mich auch Flash. Das ist ein Spitzname von mir. So werde ich meistens von den Frauen im Bett genannt. Weil ich so schnell bin. Und so schnell komme. Naja. Also. Nein! Oh, haben es noch geschafft, ey. Sind wir gerade bei der letzten Ding rausgeflogen. Und trotzdem haben wir es noch geschafft. Gott sei Dank, ja. Oh, guckt euch die Animationen an. Diese Gefühle, die da rauskommen. Einfach der Hammer. Ja, hier. Weiter. Komm, wollen wir nicht weiter sehen hier. Oh, da waren nur 3 Sekunden hinter uns, ey. Aber wir haben es noch geschafft. Wir sind einfach zu like a boss. Das ist ein richtiges Männergame. Saisonrennen 2, Januar 16. 1999. Alle, die an diesem Tag Geburtstag haben, fühlt euch gegrüßt. Alles Gute. Ladebalken auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und zu meiner Rechten sehen Sie einen Ladebalken. Ah, mein Gott, dieses Spiel, ich weiß nicht, ob ich das damals gesuchtet habe oder sowas. Ich hatte es jedenfalls mal gespielt, auch damals. Aber ich konnte damals noch nicht so wirklich was mit anfangen, habe ich das Gefühl, wenn ich mich so recht daran erinnere. Ich habe genießt. Das mache ich mal des Öfteren so. Oder waren wir? Fotofinish. Kansas City. Guck mal, ich bin immer ein bisschen weiter vorne. Ah, mal Platz jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Alter, wie ist denn diese Strecke hier gebaut? Oh, die Steuerung ist zum Kotzen. So, die lassen wir jetzt erstmal hinten stehen. Zack, den hauen wir jetzt weg da. Es gab doch so ein Motorradrennspiel, wo du auch mit einem Knüppel oder sowas da drauf fahren kannst oder so. Ja, musst du mich bremsen. Weg da jetzt! Ah, das war zu früh. Ich bin Dritter. Weg da jetzt. Boah, Alter, ey. Das ist zum Heulen. Was ist denn das für ein Spiel gewesen hier? Bam. Das ist das Lustige dran hier. Haben den zweiten Platz geholt. Das Schöne ist, man kann ja damit auch sozusagen, weil normalerweise ist es ja immer so, dass dann der Computer immer regeneriert, wer jetzt besser ist halt, ne, den ersten, zweiten, besten und sowas, dass dann immer sozusagen die gleiche Reihenfolge ist. Aber durch solche Kicks und sowas kannst du ja, hallo? Ja, keine Ahnung. Dann kannst du so ja fast dazu beitragen, dass du auch wirklich mal ein anderer irgendwie mal ein erster oder zweiter wird oder halt dritter, je nachdem. Also erster wird natürlich ich immer werden. Weg jetzt hier.
Du hast keine Existenzberechtigung. Du kommst aus einem verpixelten Spiel. Du kannst mal zu Ralf Reichts gehen. Alter, wo ist denn der Erste? Boah, Alter, die Steuerung ist zum Heulen. Kann man auch hier mit steuern? Eieieiei. Geh doch weg jetzt hier. Alter, rum. Jetzt überholt er mich auch noch. Ich frage mich, was passiert, wenn wir in eine andere Richtung fahren. Boah, Alter, ey, wie kann man so eine scheiß Strecke hier finden? Dieses Geräusch ist auch unglaublich schön, Alter. Könnte ich abends zur Beruhigung mal echt mal einwerfen oder so. So, da haben wir ihn überholt. Diesmal auf eine ehrliche Art und Weise. Ey, sind wir auch Dritter. Das ist nur, weil er eben gerade hier so blöd rumgehackelt hat. Vor in die andere Richtung gelenkt hat. Der war schön. Der war super. Aber es war nicht annähernd so gut. Alter, ey, der akzeptiert aber auch keine Bewegung, Alter. Nein, nein, wird noch Zweiter mindestens. Und wenn ich jetzt mal in irgendeiner dummen Kante hängen bleiben würde. Scheiße, ich dachte, er würde ihn mal aufhalten oder so. Er ist souverän an ihm vorbeigerast. Verpiss dich doch mal hier. Alter! Scheiße! Sind wir Dritter geworden. Ja, schäm dich, Vollidiot. Boah, Alter! Haben wir schlechte Punktzahl geholt. Das war nicht gut. Nee, nichts gut. Aber wir sind auf Platz 1. Mit 5 Punkten Vorsprung. Man kann natürlich jetzt für jedes Einzelne auch sein Bike neu einstellen. Aber ich habe eh keine Ahnung von sowas. Von daher machen wir jetzt einfach weiter. Gucken wir mal, ob wir eine Saison komplett durchgespielt kriegen. Nächste Woche habe ich mir schon ein schönes Spiel ausgesucht. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen actionhaltiger zugehen. Auf jeden Fall. Ich habe nur jetzt mal gedacht, komm, jetzt haust du mal sowas hier raus, dieses Wochenende. So, jetzt müssen wir mal unseren Vorsprung weiter ausbauen. Du brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Ich habe Sonderrechte. So, weg jetzt hier. So, jetzt haben wir uns erstmal den ersten Platz hier in Ruhe gesichert. So ganz gesucht, Alter. Alter, ja, jetzt kommt. Alter! Diese Steuerung! Der war nice. Und jetzt rum.
So, damit haben wir jetzt die erste Runde gewonnen. Muss natürlich nach einer Runde muss natürlich die ganze Strecke gemerkt haben. Und wenn natürlich die Strecke total kompliziert aufgebaut ist, kannst du natürlich so eine Art und Weise schon vergessen, das irgendwie in einer Runde irgendwie rauszukriegen. Vor allem, wenn du in der ersten Runde noch konzentrieren musst, Erster zu werden. Finde ich schon ziemlich bescheiden. Aber die Strecke ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ich habe keine Ahnung, was der labert. Anscheinend beeindrucke ich ihn. Ich muss geradeaus weiterfahren. Yeah! Oh, da hat einer den zweiten Platz geholt. Na, diesmal bin ich nicht dran schuld. Ich bin diesmal ein ganz braver Junge. Nein! Mach doch nicht so einen Scheiß! Warum? Was passiert? Was habe ich gemacht? Alter! Habe ich schon mal erwähnt, dass die Steuerung für den Arsch ist? Mit sowas darf es da echt nicht mehr kommen, Alter. Was eigentlich auch ein bisschen schade ist, ne? Solche. Ja gut, aber mir wird's auch nicht Spaß machen, also ich würde es dann wahrscheinlich auch nicht kaufen. Weil solche unperfekten Spiele irgendwie nicht so weit kommen. Das ist immer ganz schade eigentlich. Alter! Aber es sieht doch ganz gut für uns aus diesmal. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall den Vorsprung aus von Punkten her. Alter! Jetzt kommen wir. Ey! Verpiss dich! Ich war zu gut. Ich muss das natürlich erstmal verkacken hier. Diese scheiß Terroristen in den Konsolen jedes Mal. Kennt ihr solche Leute, wenn die jedes Mal meinen, es wäre immer nur für die dann so schlecht? Ich meine, ich bin so einer. Wenn irgendwie mal was für mich gut läuft, dann muss es irgendwie immer sofort irgendwas abkacken, ey. Das ist bei mir meistens immer so. Es sind ja auch einige Leute, die dann immer sagen, oh, jede Ampel schaltet sich bei mir auf Rot, das ist doch Kacke. Mit Ach und Krach haben wir es geschafft. Das ist doch Kacke und so. Macht doch keinen Spaß, ey. Dann denke ich mir jedes Mal, ja genau, sind doch keine Terroristen unter den Ampeln, die jedes Mal auf Rot schalten, wenn du da hinfährst. Aber wie hast du dir das vorgestellt? So, oder sind nicht nochmal 20 Punkte dazu? Ah, komm, wir wollen jetzt nicht warten, bis die ganzen Pussys da auch mal gekommen sind. Wir kommen. Ey, ja, guckt euch den Vorsprung an. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Bei mir versucht jetzt auch die ganze Zeit ein Kollege Videos hochzuladen. Aber irgendwie funktioniert das bei ihm nicht. Der ist zu blöd dafür, habe ich das Gefühl. Ah, hier starten wir. Okay, cool. Oh, ist weiß. Also ich versuchte auch gerade so ein Wheelie zu machen, aber... Der wollte jetzt irgendwie nicht.
Aber jetzt haben wir schon wieder den ersten Platz hier. Den wir vielleicht wieder verlieren, wenn das so weitergeht. Yeah! Ich will einen Wheelie machen! Alter! Geh weg! Alter! Weg da jetzt! Ja, perwohl. Das ist meine Katze, perwohl. Die wollte mal Hallo sagen. Alter, wie unfair. Jetzt kicken die mich die ganze Zeit hier. Habe ich nie gemacht. Jetzt machen die das oder was? Bin ich echt nicht nett. Da, du bleibst jetzt da. Alter, bleib doch nicht mitten auf der Straße stehen. Piss dich. Komm jetzt her. Verpiss dich jetzt. Boah, wenn er jetzt nicht immer so dumm rumspringen würde. Dann würde ich die schon längst überholt haben, allesamt. Boom! Das war nice! Boom! Alter! Das ist ja mal voll brutal, ey. Aber immerhin sind wir als Erster. Boah, nice erwischt, ey. Das war ohne Witz, Alter. So, jetzt geht's auf in die vierte Runde. Oh, das war knapp. Hey, aber was könnte ich denn jetzt noch so ein bisschen labern hier? Ich habe noch keine Ahnung. Also mein Computer muss unbedingt demnächst nochmal komplett neu machen. Weil mein Aufnahmeprogramm jetzt, ich kann jetzt nicht gleichzeitig aufnehmen und Video bearbeiten lassen. Sonst ist die Rechenleistung ist nicht mehr so stark. Was daran liegt, dass ich halt nur 40 GB Festplatte, Arbeitsfestplatte habe. Aber noch eine 250, also eine geteilte 250 externe, also was heißt externe, extra Festplatte drin habe. Aber die 40er ist schon so vollgeknallt und darüber arbeitet es ja eigentlich die meiste Zeit. Das muss ich wahrscheinlich dann mal austauschen. Damit es wieder ein bisschen besser läuft mit der. Ja, perwoll. Ein bisschen besser läuft mit der Aufnahme. Vor allem, weil mein Computer einfach auch viel zu lange braucht für allen möglichen Schrott, ey. Jetzt bei meinem Laptop nicht gegeben. Aber mein Laptop hat dann nur auch Mucken gemacht, er hatte auch keinen Spaß mehr. So ein Billigfernseher gegen den Computer angetauscht, das war auf jeden Fall nice. Danke nochmal Vater dafür. Jetzt hat er meinen Laptop, ist jetzt wieder repariert, komischerweise. Also ich hab ihm ja meinen Laptop gegeben. Damit er es verkaufen kann, habe ich gesagt. Aber dann hat er ja meinen Fernseher gegen seinen Computer getauscht. Jetzt benutzt er einen Laptop die ganze Zeit. Naja, gut. Ja, was willst du machen? Die sind einfach zu gut. Wir sollten lieber selbst noch begehen, sonst werden noch alle anderen neidisch und bringen uns um. Schon wieder 5 Sekunden Vorsprung hier. Ne, Perwoll? Das guckt Perwoll blöd. Kann sie mal ganz gut. Wie, das war schon? 75 Punkte, Platz 1. 20 Punkte noch dazu, 4,30. Ich wollte gerade sagen. Saisonrennen 5. Februar 6. 1999. Starten, Digga.
Dann hast du halt keine EPs oder sowas, womit du aufsteigen könntest oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich wirklich nur reines Gefahre im Endeffekt. Keine große Story oder sowas. Du fährst eigentlich die ganze Zeit nur. Ne, machst du eigentlich im Endeffekt nicht. Ne? Ja. Wir wollen sofort starten. Weißt du, wenn ich dann versuche, ein Wheel zu machen, will er das nicht machen. Na, Platz hier. Also man muss eigentlich voll langsam durch die Kurven dödeln, was eigentlich voll scheiße ist. Wo muss ich lang? Okay, ich muss hier lang. Hä? What the fuck? Alter! Jetzt verkacken wir es gerade richtig. Weg jetzt hier. Alter! Wieso schubsen die mich denn? Das habe ich nie gemacht. Och Leute! Was für eine bescheidene Steuerung ist das denn hier? Platz 7, Alter, was soll das? Alter, jetzt. Scheiß Steuerung! Los, jetzt. Wir kriegen aber auch keinen mehr hier, ey. Gibt's doch wohl nicht. Och ja, genau. Der bleibt da mitten an der Mauer hängen. Und dann fällt er auch plötzlich um, weil er steht. Hat er noch nie mit so was gefahren oder was? Ah, er gibt auch mal Gas, okay, cool. Nee, Leute, das war scheiße jetzt hier. Das war absoluter Bullshit. Alter! Nee, da gehen wir jetzt mit Platz 7 nach Hause anscheinend. Das ist immer so eine knappe Angelegenheit hier. Die Beine sind ziemlich nah. So, den haben wir weg. Alter, jetzt ist er wieder da. Alter.
Das ist unglaublich, ey. Eieieiei. Da hätten wir fast den fünften Platz noch mal wenigstens geholt, ey. Also gehen wir mit dem 4.7. nach Hause. Uiuiuiui, das hat uns ordentlich weggeschossen, ey. Eieieiei, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir jetzt noch Vorsprung haben. Ja, genau. Okay. Es geht noch. Die Strecke war ein bisschen blöd. Entweder hält jetzt die Klappen oder ich scheuche dich raus. Perfekt, wenn ich sage, ich schmeiß euch raus, dann musst du nicht mit antworten. Musst du nicht. Einfach die Klappe halten. Vor allem, wenn ich jetzt sage, psch, da fängt nämlich Chico an, warum sie nicht am Mann. Alter? Weg jetzt hier. Mei. Immer dann, wenn ich aufnehmen will, oder was? So, jetzt komm. Super. Alter! Super, Platz 10. Wir kamen ja eben gerade nicht mal auf die 7. Auf die 6. Jetzt sind wir Platz 10. Ach ja, komm. Das muss doch jetzt nicht wieder so beschissen für mich laufen. Alter, ich verschwöre euch den Weg. Okay, das läuft schon mal ein bisschen besser jetzt. Boah, Alter. Bleib bloß weg hier. So, jetzt haben wir den dritten Platz noch geholt, Gott sei Dank. Fahr doch einfach geradeaus. Gut, dass ich nichts sehe, Alter. Was für ein Bullshit. Ey, man muss sich voll konzentrieren. Diese Steuerung ist zum Rotzen schlecht, Alter. Habe ich weggekickt? Jawohl! Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist, anscheinend schon. Da vorne turnt Platz 1 rum. Jetzt hier. Alter. Er muss nur geradeaus fahren. Manchmal denkt man, jetzt habe ich die Steuerung raus. Und dann merkt man irgendwie, das Spiel hat dir nur vorgetäuscht, dass du die Steuerung raus hast. Ich fahre eigentlich nicht so viel mit Motorrad, so Motorradrennen und sowas. Aber eigentlich nicht so drin irgendwie. Naja, Autorennfahrer. Alter!
Verpiss dich! Ja, war gut. Ja, ich habe eigentlich auch mal Motorradführerschein gemacht. Ich hatte auch schon ein eigenes Motorrad. Ich wollte eigentlich kein eigenes Motorrad haben erstmal. Ich wollte erstmal nur umgucken, wenn ich dann fertig bin, dass ich mir eins kaufen kann. Da war mein Vater mit dabei, sind wir dann durch die Gegend gefahren. Da hat er mich heiß gemacht auf dieses Motorrad. Da habe ich mir eine Kawasaki Ninja in Schwarz geholt, also 250R in Schwarz. Total das geile Hammergerät, ey, ohne Witz. Stand bei mir dann zu Hause in der Garage, ich habe mich so gefreut, so gefeiert, ey. Dann durfte ich auch mit denen, durfte ich dann meine theoretische, meine praktische Stunden machen. Da habe ich mich auch richtig gefreut drüber. Und dann habe ich aufgehört. Theoretisch hatte ich fertig, ich hätte noch ein paar Stunden fahren müssen. Aber dann ist etwas passiert, wo ich gesagt habe, nee, das traust du dich selber gar nicht mehr. Dann ist nämlich ein Kumpel von mir beim Motorradunfall gestorben. Und dann habe ich selber bei den nächsten Fahrstunden nur noch Scheiß angestellt. Ich habe die einfachsten Sachen verlernt. Scheiße. Die einfachsten Sachen habe ich verlernt, wie zum Beispiel Kupplung drücken beim Bremsen und sowas. Hast nicht gesehen, alles vergessen. Es war. Nee, hatte so für mich keinen Sinn mehr. Und da habe ich gesagt, nee, er muss jetzt aufhören. Schade, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte es durchziehen müssen. Aber so ist es nun mal jetzt gekommen. Ja, kann man nichts großartig zu sagen. Motorrad wieder verkauft, mit einem Verlust von 1500 Euro. Es ist nicht einmal gefahren und trotzdem muss ich es für 1500 Euro weniger hergeben. Das ist echt dumm, ist das. Aber gut, was willst du machen? Saison 7. Ich weiß nicht, wie viele Saisonen das jetzt hatten, normalerweise. Kann ich nicht sagen. Kennt ihr diese Spekulatius-Kekse, die immer zu Weihnachten sind? Wir haben jetzt noch keinen Weihnachten, aber die gab es schon, da konnte ich nicht widerstehen, ey. Das schmecken so geil. Ja. Hier verteidigt er das nicht, oder was? Normalerweise ist es ja immer so eine unsichtbare Mauer, die uns ja aufhält. Aber anscheinend wird die jetzt nach und nach abgestellt. Alter! Ich möchte nur mal erwähnen, dass die Steuerung scheiße ist. So ein Moderator musst du sein, ey. Kriegst du scheißen viel Kohle. Na gut, du musst natürlich dafür gut improvisieren können. Du hast ja keinen eigenen Text da, du musst ja das Spielen kommentieren. Manchmal natürlich so einfach zu machen, wenn man einfach nur den Namen dazu gibt. Zum Beispiel als Fußball, wenn einer zum anderen passt, blablabla nach blablabla oder sowas. Natürlich relativ einfach. Alter, warum hier? Alter, was ist denn das für ein Rowdy? Alter. Ja, ich bin gerade gedriftet mit dem Motorrad hier. Ich
Komm, wir hätten jetzt haben müssen. Das war voll die krasse Strategie und so. Ich krieg dich noch. Alter, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht rede, aber ich muss mich gerade total konzentrieren. Das ist voll anspruchsvolles Spiel. Oh, wir haben den ersten Platz. Und den Netz gestohlen. Haben uns abgeholt. Stand so mitten auf der Straße. Ah, so. Nein! Knochenbrüche, los, steh wieder auf. Fahr weiter. Oh, ist doch knapp. Nur eine Fleischwunde. Ja, er wollte eigentlich auch immer so eigentlich einen Cross-Motorrad haben, weil ich den eigentlich viel cooler fand. Das Problem war nur, dass diese Cross-Motorräder immer eine bestimmte Größe hatten. Und ich bin einfach viel zu klein für ein Cross-Motorrad. Das ist schon traurig, ey. Da ist die Ziellinie. Yeah, 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 yeah. Ich hab's voll drauf. Ich bin voll cool. Ich hab dich nicht verstanden, Chico. Was ist? Ja, jetzt gibt er Ruhe. Jetzt ist er verwirrt. Ey, bauen wir unseren Vorsprung extrem weit aus hier. 8. Rennen. Aber ich werde, glaube ich, gleich Schluss machen, weil es ist ja nicht gerade vielseitig das Spiel. Und ich glaube, eine Stunde hiermit, das würde sich keiner angucken. Und so viel Spaß macht das nun wirklich gerade nicht. Auch meine Kamera sagt gerade, ich mache nicht mehr so lange. Ich will all gut daran tun, euch keine Hoffnung zu machen. Diesmal war ich schlauer. Das musst du eigentlich irgendwann mal voll auf die Eier gehen, ey. Okay. Michonne,
Hilfe! Rum. Schön. Das Komische ist, irgendwie, wenn ich so alleine bin, kann ich irgendwie kaum labern irgendwie. Aber wenn irgendwer dabei ist, dann kann ich ununterbrochen labern. Total merkwürdig. Ich werde auch mal gucken. Also entweder wird es nächste Woche ein Let's Retro Together. Je nachdem, ob er das Spiel noch hat, mein Kollege. Oder es wird ja etwas Spannenderes auf jeden Fall an ein Retro Let's Play als das jetzt hier. Ich habe überlegt, ja, nimmst du das, was du jetzt nächste Woche nehmen willst, oder nimmst du jetzt lieber das andere dann? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen entschieden. Großer Fehler. das war ich. Und das Commentary, was ich eins gestartet habe, wird jetzt auch demnächst endlich mal fertig. Ich habe mich nach ein paar Videos umgehorcht und habe jetzt welche, die ich aufnehmen kann. Für das Commentary mit E-Slice Records. Und das wird also jetzt auch in den kommenden Tagen hochgeladen. Auch das Let's Play Together folgt nächste Woche wieder. Ist wieder mit drinne. Ich muss halt noch gucken, wie, weil ich jeden Tag eigentlich, ich wollte jetzt nicht eine Überhand, dass ich irgendwie an einem Tag 6-7 Videos oder sowas hochlade, sondern ich wollte ja jeden Tag halt 3 Videos. Und dann werde ich das Let's Play Together Folge wahrscheinlich dann als eine Folge rausknallen. Und das Commentary, wie gesagt, ist dann ja auch demnächst fast fertig. Und dann werde ich das auf 2 Tage mal umgeswitcht. Also aufgeteilt und dann werden mal muss ich gucken, welches von, ob jetzt Naruto, Spec Ops oder Splinter Cell. Ich glaube, für das Koop Splinter Cell werde ich das richtige Splinter Cell dann mal kurz auslassen. Und tschüss. So schlecht, ey. Hui. Also Leute, also ihr wisst, was am Ende bei rauskommt, wir werden Erster sein. Ich werde dann mit diesem Rennen jetzt das Retro beenden. Also für, wirklich viel wird ja auch nicht mehr passieren. Ich habe auch das Gefühl, dass man die überhaupt nicht rückwärts fahren kann. Weil man ja nicht mal falsche Wege fahren kann, das bringt ja einen wieder sofort zurück. Ja, gut. Ich glaube, das soll es jetzt damit gewesen sein hier. Wir haben ja 20 Punkte rausgeschlagen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viele Saisons es sind. Ob es jetzt 10, 12, 14.000. Kann ich jetzt nicht sagen. Ah, hier 144 zu 109. Das können wir nicht mehr verlieren. Nee, Leute, ich guck mal gerade. Optionen. Nee, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt alles in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag von unserer Seite aus. Gönnt euch den Sonntagsbraten in aller Ruhe. Und dann hoffe ich, dass man sich dann danach mal online sieht. Euer Skyline. Tschüss und ciao.